So, jetzt seid ihr dran. Ihr habt uns Fragen gestellt, jedem einzeln, also mir. Und ich antworte euch jetzt. Minimale Verspätung. Ich glaube, wir haben vor 5 Wochen aufgerufen. Ist ziemlich viel passiert in der Zwischenzeit. Aber ich habe mir bis zum heutigen Tag die Fragen extra nicht angeschaut, weil ich sie einfach spontan vom Bauch aus beantworten möchte und mir gar keine Gedanken vorher machen. Also, dann fangen wir doch mal an, wenn ich hier zurechtkomme. Genau. Gärtner schreibt, liebe Alexandra, welchen Beruf hättest du gerne ausgeübt, wenn es mit der musikalischen Karriere nicht geklappt hätte? So ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Wir machen ja das schon, seit wir in der Schule sind, aber in meinen Poesiealben ist immer gestanden, Konzertpianistin oder, halt dich fest, Innenarchitektin. Ja, Mathe und so Zeug interessiert mich nämlich auch. Traut mir gar nicht zu. So, wo nehmt ihr die ganzen Ideen für eure Lieder her? Also ich kann da jetzt nur für mich sprechen. Anita habt ihr ja bestimmt auch gefragt. Für die Bühnenshows gebe ich ganz offen ehrlich zu, das klingt verrückt, aber das träume ich nachts. Oder unsere Videoclips. Ich gehe ins Bett und träume dann dreidimensional, vierfarbig mit Geruch und schreibt es am nächsten Tag zu Papier. Und jetzt, wo ich das erste Mal selber Lieder geschrieben habe, da gibt es dann Themen, die mich interessieren. Und dann kann ich dir gar nicht sagen, wo es herkommt. Das ist dann einfach da. Und ich lieb's. Ich lieb's. Der 8Chord4 fragt, wann und wo kann ich die 100.000 Küsse abholen? Facebook, wenn du uns schreibst, jedes Mal. Ich achte da jetzt drauf, dass ich dir auch jedes Mal 100.000 Küssle zurückschicke. Gibt es ein Instrument, welches du nicht spielen kannst? Fragt die Doris Weisberg. Ja, eigentlich müsst ihr mit euch jetzt einen Schwenk an meine Haustür machen, weil da hängt's, mein Instrument. Ich heiße, seit ich verheiratet bin, Geiger. Und ich hätte es halt geil gefunden, wenn die Frau Geiger auch Geige hätte spielen können. Und habe es dann probiert. Wenn man es nicht kann, klingt es halt echt scheußlich. So scheußlich, dass du fast von Tourneen rausgemobbt warst. Und naja, nach 6 Wochen habe ich es dann gesteckt. Und jetzt hängt es über unserer Haustür und steht drüber Familie Geiger. Das habe ich irgendwie nicht gepackt. Wer näht denn heute eure Kleider? Also wenn sie genäht werden, dann näht sie auf jeden Fall unsere Mutti. Ich kriege hier gerade ein Zeichen, irgendwas stimmt hier nicht an meine Klamotte. Näht sie unsere Mutti. Aber wenn man was kaufen kann, kaufen wir es auch. Aber wer schon mal unsere Tourneen gesehen hat, da passiert viel drüben im Nähzimmer. Tutti Frutti, was ist denn das für ein netter Name? Bist du auch mal schlecht gelaunt? Zum Glück sehr, sehr selten. Und wenn ich schlecht gelaunt aufstehe, dann warne ich auch alle vor. Da telefoniere ich auch mit niemand, weil ich meine schlechte Laune gar niemand zumuten will. Was kannst du überhaupt nicht ab? Ich hasse Unpünktlichkeit. Ich weiß nicht warum. Unehrlichkeit, das kann ich auch nicht. Das kann ich auf den Tod nicht abstehen. Und launische Menschen, deshalb renne ich auch von mir selber weg, wenn ich launisch bin. Launische Menschen ist furchtbar. So, was haben wir denn? Was würdest du am liebsten, nee, wo, die Monika, wo würdest du am liebsten Urlaub machen? Ich mag ganz, ganz vieles gerne, aber so in den letzten 2, 3 Jahren haben wir die Liebe zu den Bergen entdeckt. Und ein ganz, ganz toller See, der Lüner See, der ist ganz weit oben. Und wenn man da morgens bei Sonnenaufgang hochgeht, Thermoskanne im Rucksäckle mit Kaffee, was hat was, muss ich sagen. Jetzt muss ich hier schnell die Seite wechseln. Ich hoffe, ich bin nicht überfordert. So, die Virginia fragt, Alexandra, was ist dein Lieblingseis? Also beim Eis bin ich ein bisschen wählerisch. Ich liebe Mövenpick-Eis. Maple, Walnuss und Schokolade. Und ich schwöre euch, da könnt ihr mich bei Wetten, dass anmelden. Ich schmecke Mövenpick-Schokolade aus allen Schoko-Eissorten raus. Es ist abartig geil. So, das sind viele Smileys, da muss ich ja nichts dazu sagen. Oh,
Paul Brown. Ist Englisch. How do people put model ships into bottles? Model. Ach, Modellschiff. Okay. Sorry, Paul Brown, I don't know it. Maybe another people in this channel can help us too. So, was haben wir denn noch? Süße Maus. Oh. Das kann man, das muss man das FSK 18 machen, wenn da andere Fragen, kann man das vorlesen? Weiß ich gar nicht. Hallo Alexandra, wann hattest du das erste Mal Sex? Ja, ich überspringe mal ganz kurz, vielleicht kann ich dir persönlich zurückschreiben. Severin, du schreibst übrigens immer, du schreibst übrigens, oh Gott, entsetztes Gesicht vom Kameramann. Die Severin schreibt immer sehr, sehr nett, wenn du nicht Sängerin geworden wärst. Ich glaube, du hast auf der anderen Plattform schon geschrieben, das habe ich schon beantwortet. Gibt es ein Musikinstrument, das du noch nie gespielt hast? Ich glaube, da gibt es viele. Ja, was würde mich denn noch reizen? Was ich noch nie gespielt habe. Ja, so ganz, ganz viel Percussion-Zeugs habe ich noch nicht. Oboe. Oboe habe ich noch nicht mal probiert. So, Roland Kasper, erinnerst du dich öfter an dein Jawort mit Dietmar und freust du dich, wenn du mit Dietmar und den beiden Jungs mal wieder zusammen bist? Logo, jetzt zu Corona-Zeiten ist es öfters. Und genau diesen Zustand genieße ich schon auch. Und ja, ans Jawort erinnere ich mich sehr, sehr oft, weil mein Dietmar und ich uns wirklich wöchentlich, fast täglich sagen, wie lieb wir uns haben. Ja. Wie alt? Mehmet. Wie sehe ich denn aus? Na, ich bin stolz. Ich bin 46 Jahre alt und genieße jedes Jahr. Matthias Esberger, wie siehst du Corona? Ist immer schwierig, wenn man das auf dieser Plattform schreibt, weil man doch ganz, ganz viele Corona-Hater und Corona-Leugner haben und die wurden dann immer sofort zerfleischt. Wie ihr ja alle wahrscheinlich wisst, hatten wir hier bei uns im Haus Corona und ich habe immer gesagt, ich habe keine Angst vor Corona, aber ich habe Angst davor, jemanden anzustecken, der dann vielleicht ganz arg drunter leidet. Und ich muss sagen, die Angst, dass ich jemand angesteckt haben könnte, bis wir einfach wussten, es ist alles okay, die war die Hölle. Und vor allem bin ich erschreckt, wie schnell das gegangen ist. Und das hätte ich nicht gedacht. Und vor allem ich, wo immer drauf achte und Maske und alle sagt, desinfiziert eure Hände und ein bisschen Abstand und so. Ja, also wenn wir da irgendwie durch möchten und möglichst schnell das alles hinter uns haben, halten wir uns einfach am allerbesten dran. Ja, weil die Kinder waren alle eingesperrt, dürfen keine Umzüge machen, dürfen sich nicht mehr treffen in Fußballvereinen. Dann wäre es auch cool, wenn es alle anderen auch einhalten. Welche Macke nervt dich an Anita am meisten? Musi Volker. Macken nerven eigentlich nicht, aber es gibt schon genügend andere Dinge, die nerven. Was nervt mit denen am meisten? Ja, Unpünktlichkeit, gebe ich offen und ehrlich zu. Sie sagt zwar, sie kommt immer erst in letzter Sekunde, aber hallo, es nervt, selbst wenn ich mal in letzter Sekunde komme, dass sie nie vor mir an einem Ort ist. Das nervt. Das ist abartig, wie mich das nervt. Hallo Alexandra, könntest du dir vorstellen, lange Haare zu haben? Lisa Heimer. Nö. Nein. Nein, nein. Wenn ich Anita immer sehe, wenn sie dann mit ihren aufgewickelten Haaren ins Auto einsteigt, nö. I love my short hairs und ich sage Dankeschön an Marco und Lars Arena, dass ihr einfach mal hier so irgendwann drauf losgeschnibbelt habt und es war the very best of all. Treibst du viel Sport? Nö. Achtest du auf deine Figur? Mach ganz viel mit Spiegelblick. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, naja, sieht nicht mehr ganz so geil aus, lasse ich einfach mal das Abendessen ausfallen. Das funktioniert am allerbesten.
Kai Dressel, würdest du mit einem Heißluftballon fahren? Ja, ich gebe zu, das würde ich machen. Ich habe sogar meine Höhenangst mal überwunden und bin vor 2 Jahren mit meinem Sohn, nee, letztes Jahr, wie nennt sich das? Paragliding. Aber schon ein bisschen ins Hemd gemacht, gebe ich offen und ehrlich zu. War mega. Alles, was schnell ist oder so, das mag ich nicht, aber ein Heißluftballon ist ja langsam, oder? Jasmin, welches ist die traurigste Filmszene für dich, wenn dein Leben ein Buch wäre? Achso, das sind gleich mehrere Fragen. Die traurigste Filmszene. König der Löwen habe ich nur einmal angeschaut, weil ich gebe offen und ehrlich zu, über den Verlust vom Papa Löwe, vom König der Löwen, komme ich über den ganzen Film nicht hinweg. Deshalb gefällt mir der Film dann auch nicht. Was ist noch traurig? Ich gucke eigentlich keine traurigen Filme an. Ich kann aber auch an schönen Stellen Rotz und Wasser heulen. Wenn bei der Zeichentrick Heidi, die Heidi aus Frankfurt zurückkommt und ihrem Großvater in die Arme fällt, also kann ich mit meinen Männern nicht angucken, weil die fassen sich an den Kopf. Ja. Wenn du etwas an der Menschheit ändern könntest, was wäre es? Gute Frage. Was ich mega fände, ist, wenn man schon von klein an lernen würde, was für eine Macht Worte haben und auch Gedanken und was man mit Worten alles anrichten kann. Ich glaube, wenn, ist jetzt ein bisschen esoterisch, aber wenn man alle ein bisschen mehr in Liebe denken und einem anderen was gönnen und nicht nur in Neid oder vergleichen, das ist das Allerschlimmste. Was hat der andere, was habe ich nicht? Ja. Ich glaube, das wär schon ganz cool. So, Alexandra, hast du noch dein Porträt behalten? Ach, das ich vor 15 Jahren gezeichnet habe, François. Wir werfen nichts weg. Wenn du mal, vielleicht filmen wir mal irgendwann mal, was bei uns hier überall im Haus so verteilt ist. Sowas würde ich nie, nie im Leben wegwerfen. Es ist nicht alles sofort in meiner Pinnwand oder in der Wohnung. Das tausche ich immer wieder aus. Gerade aktuell hängen ganz, ganz zauberhafte Kinderzeichnungen von bunten Einhörnern an meiner Wand und gebasteltes Holzherz von der OWB, von Behinderten in Sigmaringen. Das habe ich in den letzten 3 Wochen geschenkt bekommen und das ist gerade aktuell. Also ich tausche das dann auch immer aus, wenn was Aktuelles kommt. So, ich weiß nicht, wie lange antworte ich denn schon? Kann ich mal eine Zeiche haben? Ich will euch ja nicht über. Oh Gott! Okay, pass auf, jetzt überspringe ich noch ein paar, aber ich mache das wieder, ich verspreche euch. Und was ich nicht beantwortet habe, schreibe ich in die Kommentare rein. Großes, großes Ehrenwort. So, kannst du dich als Solokünstlerin vorstellen? Anita, sowohl Anita als auch ich haben das schon in Extremsituationen gemacht, als ich schwanger war, Anita. Und als Anita krank war auch. Es ist eine coole Erfahrung, aber es ist schon auch schön, vor allem wenn man auf der Bühne mal den Text vergisst oder sich verpisst vor Lachen, wenn man jemanden hat, mit dem man das machen kann. Ist schon cool. Welches ist die schwerere? Beantworte ich nicht. Sorry, Manfred. Ich schreibe es vielleicht in die Kommentare. So, jetzt mache ich noch drei. Was war bisher der peinlichste eurer Auftritte? Was soll ich sagen? Zum Leidwesen meines Umfelds, dem Kameramann, meiner Schwester und so vielen anderen ist mir eigentlich nichts peinlich. Wenn es passiert, passiert es. Was soll ich machen? Wenn ich mich da jetzt ärgere, wird es auch nicht besser und es ist viel netter, wenn man über sich selber lachen kann. Und Kameramann, du findest doch auch, dass ich das gut kann, über mich lachen, oder? Okay. Was sind das für Haare? Kerstin, meine. Oder was meinst du für Haare? Könntest du mir die Frage noch mal genauer schreiben? Das habe ich jetzt. Wie alt warst du zu deinem ersten Kuss? Ich schätze, frisch geboren. Oder? Das hoffe ich doch. Hat euch der Vogel dieses Jahr noch mal besucht, von dem ihr, oh mein Luis, das sprengt jetzt die Ketten, wenn ich von meinem Luis erzähle, von meinem großgezogenen Vogel, der dann in Freiheit gelebt hat und jeden Tag auf die Schulter geflogen ist. Meine Söhne und ich, wir sind uns
ganz arg sicher, dass der dieses Jahr ein paar Mal bei uns auf der Fensterbank gelandet ist, unser Louis ist. Ihr müsst unbedingt, ich stelle diese Geschichte vom Louis bestimmt nochmal irgendwann, vielleicht über Weihnachten mal als kleines Geschenkchen in die Social Media, dass ihr euch da nochmal dran erfreuen könnt. Das ist das geilste Tiererlebnis ever, was ich hatte. Und so, der Rest beantworte ich dann hier direkt in den Kommentaren. Und ihr dürft weiterhin fragen. Wir sind für euch da, Anita per Mail. Und die Fragen hier, die beantworte ich in Facebook und Instagram, die beantworte ich dann immer. Und wir hoffen, dass wir euch bald wieder nahe sein können, dass ihr uns die Fragen direkt am Autogrammstand stellen könnt. Lasst uns irgendwie durch diese Zeit durchkommen. Wir schaffen das und wir sind einfach auf diesem Weg.